Hallo und herzlich willkommen zurück auf dem Kanal. Ich hoffe, ihr habt einen tollen Tag. Es geht auch direkt weiter mit dem Jazz quasi. Also ihr habt ja gesehen, das Auto wurde im letzten Video vorgestellt. Und jetzt geht es an den Zündkerzenwechsel in der Kiste. Und der Wagen hat nicht 4 Zündkerzen, nicht 6 Zündkerzen, nein. 8 Zündkerzen. Das liegt daran, dass also 4 Zündkerzen laufen im Normalbetrieb und bei Volllast werden die nächsten 4 dazugeschaltet. Es sind also 2 pro Zylinder. Und da er beim Fahren unter Last ab und zu mal ein bisschen ruckelt, liegt natürlich der Verdacht nahe, dass natürlich die zweite Zündkerze zumindest, also mindestens auf einen Zylinder nicht richtig zuschaltet. Und der Sache gehen wir jetzt auf den Grund und wechseln die Zündkerzen aus. Ja, dann würde ich sagen, legen wir direkt doch mal los. Ja, dann haben wir hier die einzelnen Zündspulen, also hier, 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 hier. Und die anderen Zündkerzen sitzen quasi hier hinten auf der Rückseite. Da gibt es einen bestimmten Trick, den werde ich gleich im weiteren Verlauf zeigen. Jetzt legen wir erstmal vorne los. So, dann haben wir hier einmal den Zündkerzenschlüssel, eine 16er Weite. Und dann gib ihm. Mal gucken, dass wir da reinkommen mit dem Popel. Ja, und hier sieht man genau, was ich meine. Also die Zündkerze, die kannst du schon in den Müll werfen. Ja, man sieht hier also, die ist schon wirklich fertig. Ja, das heißt, die kommt jetzt schon neu. So, jetzt hier. Ja, komm. So, hier haben wir einmal den direkten Vergleich. Ja, zwischen dem, was jetzt reinkommt und dem, was rausgekommen ist. Das Ganze wird dann mit 18 Newtonmeter angezogen, also eigentlich nur handfest anziehen, nicht zu weit ziehen. Und ja, dann gehen wir weiter direkt mit den nächsten. Wenn ich die so sehe, dann glaube ich, wir haben den Fehler gefunden. Ja, glaube ich auch. Ja, und wie gesagt, er hat 8 Zündkerzen, das heißt, wie gerade schon angesprochen, hinten sitzen die anderen. Kommst du mal rüber? Und hier gibt es einen einfachen Trick. Und zwar ist hier eine Kabelbefestigung. Ja. Die muss einfach ein Stückchen nach hinten gezogen werden und dann kriegt ihr die auch. Die ist allerdings hier noch geklippt. Ja, also hier unten ist so ein, man kennt es aus typischen Honda, diese Plastikclips. So. So. Ist zwar an sich ein bisschen Fummelarbeit, aber es geht gleich deutlich leichter, weil ihr natürlich hier jetzt deutlich mehr Arbeitsfläche habt. Kommst du mal einmal hier rüber? Sieht man das hier hinten? Ja, sieht man. Also hier, wo gerade mein Finger drauf zeigt, hier ist noch ein Clip. Zieht ihr den einfach so ein Stückchen nach oben, diesen kleinen Pinöppel. Ja, einfach nach oben ziehen ein Stückchen und dann könnt ihr das auch ganz einfach runterdrücken. Ja, und schon könnt ihr hier ganz entspannt dran arbeiten. Make you lose control.
dass du mich schützen kannst. Weißt du das? Ja. Den Blick muss er mit reinschneiden. Willst du nicht deinen Zuschauern was erzählen? Was soll ich meinen Zuschauern erzählen, hä? Na, wir wechseln uns hin. Kerzen beim Monda Jazz GD1. Immer noch. Und sicher auch kein großer Akt. Theoretisch. Aber das ist eine Aufgabe, die man super selber machen kann. Ne? Das kann ich euch schon mal sagen. Ich muss nur ein bisschen Geduld mitbringen. Aber ich kann dir sagen, überhaupt auch meinen Zuschauern kann ich verraten, das ist mehr als 40.000 Kilometer, hundertprozentig. Guck mal hier. Und du, sonst nimm doch die kleine Linse hier vorne. Warte. Komm dir mal darüber. Ja. So, weil hier sieht man das sehr, sehr gut. Und zwar hier diese Ablagerung. Siehst du die? Ja. Genau. Und da sieht man, das ist nicht so gesund. Und ich kann dir sagen, das ist garantiert auch mehr als 40.000 Kilometer. So. Rein. Drauf filmen. Ja, man sammelt so wie man Zündkerzen. Wir haben da noch eine Frage. Wo entsorgt man Zündkerzen? Kannst du einfach Müll werfen. Meinst du, ist das nicht Sondermüll? Nein, ist kein Sondermüll. Warum denn? Ist einfach nur Metall. Wenn einer es besser weiß, ja, wenn einer es besser weiß bezüglich der Entsorgung, schreibt mir ruhig. Ich bin der Meinung, du kannst sie einfach in den Müll werfen. Oh. Wie meine Vorbesitzer hier auch in den Müll werfen kann, ey. Kann man sich da so wenig um Auto kümmern? Vor allem noch um so ein schönes. Dazu sagst du wieder nichts, ey. Ja. Hello, me. Hm? Das war ein Angriff auf einen Influencer, ja? Das ich gesagt haben. Ich weiß zwar nicht, wie ich beinfluence, aber naja, gut. Keine bösen Wörter. Jetzt gucken auch Minderjährige zu. Ja, das glaube ich nicht. Ich glaube es nicht. Wir sollen hier Minderjähriges zugucken. Und warum? Olli! Ja, das Ganze ist wieder zusammengebaut. Ja, also hier hinten die Steckverbindungen sind auch wieder alle dran. Der Clip ist da vorne wieder dran. Also alles super. Und das war eine weitere Premiere für mich. Ich habe noch nie Zündkerzen gewechselt und dann direkt 8 auf einmal. Ist allerdings auch gar kein großer Akt. Also lasst euch von sowas gar nicht unterkriegen, sondern wenn ihr etwas ausprobieren wollt, dann macht das einfach. In diesem Fall beim Honda ist das sowieso meistens gar kein Problem, alles selber zu machen. Weil was man braucht, ist einmal eine Ratsche, eine 10er Nuss auf jeden Fall. Denn alle Schrauben, die ich gelöst habe, waren alles 10er. Eine Verlängerung unbedingt. Dann kann man, muss man aber nicht, einmal so einen T-Griff, ja, das Gelenk, naja, braucht man jetzt nicht unbedingt. Und ganz wichtig, ein 16er Kerzenschlüssel. Was ist der Unterschied zu einem normalen? Ganz einfach, die sind ein bisschen tiefer und haben so einen Gummi da drin. Gucken, ob man das sieht. Nicht so ganz. Jedenfalls ist da ein Gummi drin. Womit die Kerze dann quasi auch an dem Teil dran hält. In diesem Fall ist es eine 3/8 Zoll, ja, also eine 1/2 Zoll ist zu groß. Damit kommt ihr nicht richtig in diesen Schacht rein, heißt also eine 3/8er
ist perfekt. Wie gesagt, das war mein erstes Mal und lief auch ganz gut. Von daher, wenn ihr was ausprobieren wollt, macht das auf jeden Fall. Ja, denn ihr seht, ich bin auch kein Mechaniker und es funktioniert trotzdem. In diesem Sinne bedanke ich mich vielmals fürs Zuschauen. Danke für euren Like, Support, Kommentar. Ihr wisst Bescheid. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.